Trotzdem haben wir jetzt einen Beitrag zu dem Thema, weil man prophezeit ja das grosse Chaos, nicht? Das grosse Computerchaos bei der Jahrtausendwende. Und wir haben uns gefragt, wie gross ist das Chaos eigentlich gewesen bei der letzten Jahrtausendwende, nämlich im Jahr 999. Ich sehe mich zur Frage gepflogen. Geruht das noch normal zu sein? Nein, Ihre Gepeinigkeit. Auch die Uhr befleißigt sich seltsam zu funktionieren. Was mag geschehen sein, Balthasar von Knitterfels? Das Jahr 1000 hat soeben begonnen, Ihre Verwundertheit. Und was bedeutet das? Dass wir in Zukunft Buntwäsche bei 60 Grad waschen. Ja, das ist bekannt. Aber was bedeutet dieser Spuk? Das ist der Millennium-Bug, Ihre Ratlosigkeit. Dieser böse, böse Käfer hat uns den Kampf angesagt. Nichts funktioniert mehr. Nichts. Wirklich nichts? Oh Gott. Elisa Mulder! Möge er gehen und diesen Käfer im heroischen Kampfe besiegen. Sollten wir nicht einfach die Millennium-Hotline von Microsoft anrufen? Nein, er soll kämpfen. Ja, Sir! Elisa Mulder! Sie haben mich gerufen, Ihre Ungeduldigkeit? Geruhe Sie, den Rock zu heben, damit ich Sie vernaschen kann. Was jetzt? Hier Ihre Lüsternheit? Ja, na los, mach sie schon! Es funktioniert nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Weiß er denn die richtige Kombination? Es ist doch einige Lenzen her, seit er sie das letzte Mal benutzt hat. War es jetzt 3-7 oder 3-8? Ich weiß es nicht, Ihre Impotenz. Aber ich kann ja mal Balthasar von Knitterfels fragen. Was? Kriegen Sie mir aus den Augen? Ja, Ihre Gehörntheit. Ach, ich Armseliger. Ich bedarf der Aufmunterung. Mann, bringe mir den Hofnarren! Ich könnte Sie mit Ihrer Anwesenheit erquicken, oh König? Erzähl er mir einen Witz. Ich? Er ist doch der Hofnarren. Nein, ich bin Präsident von der SVP. Und jetzt unterhalte ihr mich mit einem Tänzchen. Was? Musik! Er soll tanzen. Und wehe, er macht es nicht gut. Heiliger Christophorus, stau mir wie. Mein Dank sei euch gewiss, Balthasar von Knitterfels. Ihr habt mich erlöst. Aber, Sorge er sich nicht. In 1000 Jahren wird er unter einem gestrengen Herrn wiedergeboren. Also bis dann. Tschüss.